Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Florence's Keto World, deinem Kanal rund ums Thema ketogene Ernährung, Ketose, exogene Ketone und wie auch du ganz, ganz einfach und unkompliziert die ketogene Ernährung in deinen Alltag integriert bekommst. Ich zeige dir hier nicht nur leckere, schmackhafte Rezepte, die super einfach gehen, egal ob Frühstück, Mittag, Abendessen oder süß oder herzhaften Snack. Hier findest du alles, was du brauchst, um mit der ketogenen Ernährung zu starten, und du bekommst sogar regelmäßig Wissensvideos und Tipps und Tricks zur Umsetzung der ketogenen Ernährung in deinen Alltag, egal ob du Keto-Anfänger bist, ob du schon länger mit dabei bist. Aber hier findest du ein Potpourri an allem Möglichen, was du wissen musst, um erfolgreich mit der ketogenen Ernährung zu starten. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, welches mir besonders am Herzen liegt, nämlich ketogene Ernährung oder auch Ernährung im Allgemeinen und Immunsystem. Wir sind alle in einer Phase, gerade jetzt im Winter, wo unser Immunsystem so ein bisschen geschwächt ist, und da möchte ich heute mit dir darüber sprechen, was kannst du tun, um dein Immunsystem mit der Ernährung und auch mit Fasten zu fördern. Und vor allem werde ich dir ein, zwei Studien zeigen, die vor allem Thema Ernährung in Kombination mit Viren und vor allem auch Covid-19-Viren in Betracht ziehen. Also wir haben heute ganz, ganz spannende Themen. Meine Videos erscheinen immer donnerstags und sonntags um 12 Uhr. Donnerstags gibt es immer ein Wissensvideo und sonntags immer ein leckeres Kochvideo. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst und auch die Glocke aktivierst, damit du immer up to date bist, wenn ein neues Video von mir erscheint. Wie gesagt, jeden Donnerstag, jeden Sonntag. Ich versuche, mich echt dran zu halten, und dann gibt es immer wieder spannende Themen und spannende Rezepte. Wenn wir uns das Thema Immunsystem anschauen, dann müssen wir erstmal schauen, was unterstützt denn eigentlich das Immunsystem und was schwächt unser Immunsystem. Natürlich wird unser Immunsystem regelmäßig geschwächt durch irgendwelche äußeren Einflüsse, auch durch Umwelteinflüsse, die wir haben. Zu wenig Vitamin D, wie wir es vor allem im Winter auch vorliegen haben, weil wir weniger in der Sonne sind, weil die Sonne weniger scheint. Deswegen ist es vor allem im Winter äußerst wichtig, Vitamin D zu supplementieren. Aber auch Magnesium zum Beispiel spielt eine große Rolle bei der Unterstützung des Immunsystems. Deswegen macht es Sinn, das ganze Jahr über Magnesium zu supplementieren. Vor allem, wenn du auch viel Sport machst, dann ist es auch tatsächlich so, dass du einen erhöhten Magnesiumbedarf hast. Deswegen solche Dinge wie Magnesium, Vitamin D, Zink sind äußerst, äußerst wichtig und spielen eine sehr, sehr große Rolle. Nicht nur für unsere Zellen, aber auch für die Immunzellen und für das ganze Immunsystem. Was schwächt unser Immunsystem? Natürlich ganz klar äußere Umwelteinflüsse, aber auch so Abgase und auch Dinge, die wir mit unserer Ernährung tatsächlich zu uns nehmen. Solche Dinge wie Zucker und stark verarbeitete Kohlenhydrate, du kannst es dir schon denken, schwächen unser Immunsystem, weil sie auch Entzündungen im Körper fördern, weil der Körper dann auch damit beschäftigt ist, überhaupt erstmal diese Dinge zu reparieren. Gleiches gilt natürlich auch für Alkohol. Alkohol schwächt auch unser Immunsystem. Deswegen, wenn wir wirklich unser Immunsystem mit der Ernährung unterstützen wollen, dann macht es äußerst viel Sinn, auch sich sehr, sage ich mal, clean zu ernähren, also wenig verarbeitete Kohlenhydrate, weniger Zucker und vor allem aber auch weniger Pflanzenöle wie Rapsöl, Sonnenblumenöl, denn diese sind sehr, sehr stark verarbeitet und diese führen auch zu deutlich mehr Entzündungen im Körper, sodass das auch unser Immunsystem schwächen kann. Also all diese pflanzlichen Öle wie Sonnenblumenöl, Rapsöl, Maisöl, das sind alles Dinge, die würde ich nicht verwenden, weil sie eben sehr stark verarbeitet sind und unser Immunsystem auch negativ beeinflussen. Das Gleiche gilt eben auch für Zucker, stark verarbeitete Kohlenhydrate, Weißmehl. Wenn Kohlenhydrate, dann macht es Sinn, auf jeden Fall auch langkettige Kohlenhydrate zu wählen, also sowas wie stärkehaltiges Gemüse oder Quinoa, Hirse. Gluten ist auch wieder so eine Sache, was unseren Darm auch sehr schnell überfordert und unseren Darm schädigen kann, auch die Darmbakterienvielfalt. Denn 80% unseres Immunsystems sitzen im Darm, und wenn die Darmbakterien, das Mikrobiom nicht richtig funktionieren, dann funktioniert auch unser Immunsystem nicht. Deswegen alles, was unser Mikrobiom in irgendeiner Art und Weise schwächt, schwächt auch unser Immunsystem. Und da sind nun mal solche Sachen wie Gluten, Zucker oder auch entzündungsfördernde Lebensmittel wie Rapsöl, Sonnenblumenöl, Dinge, die unserem Darm eher nicht so gefallen und die damit auch unser Immunsystem schwächen. Entsprechend hier schon der praktische Tipp an dich. Fette sind wichtig, Fette sind auch sehr, sehr gut für die Zellgesundheit und auch für das Immunsystem, aber hier wirklich auf hochwertige Fette setzen. Du kannst weiterhin auf pflanzliche Fette setzen mit eben Avocadoöl, Olivenöl, Nussölen wie Walnussöl, auch Sesamöl zum Beispiel, Traubenkernöl, Schwarzkümmelöl. Das sind alles super, super Quellen, oder auch tierische Fette aus Weidehaltung wie Butter aus Weidehaltung
oder eben auch Fleisch aus Weidehaltung, Eier aus Freilandhaltung und auch Käse aus Weidehaltung. Also das sind alles Dinge, die weniger entzündungsfördernd sind im Körper und auch für unseren Darm deutlich, deutlich besser sind. Je vielfältiger unser Mikrobiom, also unsere Darmbakterien sind, desto besser fürs Immunsystem. Deswegen macht es auch Sinn, hier und da ab und zu mal so ein Carb-Cycling, Keto-Cycling zu machen. Nämlich Phasen, in denen du einfach ein paar mehr Kohlenhydrate integrierst, aber auch hier kein Gluten, sondern langkettige Kohlenhydrate, stärkhaltiges Gemüse wie rote Beete, Kürbis, Süßkartoffeln oder Quinoa und Hirse. Es gibt mittlerweile ganz viel Forschung, auch im Bereich ketogene Ernährung, Ketose und Immunsystem, und man hat eben festgestellt, dass ein ketogener Zustand oder auch die Ketose das Immunsystem maßgeblich dabei unterstützen kann. Das heißt, wenn wir einen Infekt haben, was auch immer, macht es Sinn, in Ketose sich zu begeben, also auch auf jeden Fall eine Low Carb oder Keto Ernährung zu praktizieren, auch zu fasten, um den Körper in den Zustand der Ketose zu bringen, denn wenn wir in Ketose sind, dann fördern wir die Autophagie. Die Autophagie ist die Zellerneuerung, die Zellreinigung, und das wiederum kann maßgeblich dabei helfen, dass wir bestimmte Infekte, Viren und Bakterien auch schneller loswerden, wenn unser Körper autophagisch aktiv ist, weil die Autophagie ist auch ein bisschen so ein Recyclingprogramm. Tote und kaputte Zellen werden nämlich da auch eliminiert, und vor allem hilft die Autophagie und auch das Fasten dabei, dass sich die bösen Zellen, die Virenzellen auch nicht weiter vermehren. Deswegen ist die Autophagie eine coole Sache und auch Fasten eine tolle Sache, um das Immunsystem zu unterstützen und auch um Infekte relativ schnell wieder loszuwerden. Ketose generell, deswegen macht es auch Sinn, sich ketogen zu ernähren oder mit exogenen Ketonen zu unterstützen, wenn wir krank sind. Denn die Ketose kann eben dabei helfen, das Immunsystem zu unterstützen und auch Viren schneller auszuleiten. Von daher macht es Sinn, auch mit exogenen Ketonen zu unterstützen. Ich selber stelle fest, wenn ich krank bin und ich supplementiere mit exogenen Ketonen oder bin im Fastenzustand, meist habe ich eh keinen Hunger, wenn ich wirklich krank bin, dann hilft es dem Körper maßgeblich dabei, dass ich den Infekt viel, viel schneller überstehe. Seit ich mich ketogen ernähre, ist es aber auch so, und seit ich regelmäßig im Zustand der Ketose bin, ist es auch so, dass ich weniger häufig krank bin. Dass mein Immunsystem einfach viel, viel gestärkter ist, dass wenn um mich herum alle Leute krank sind, ich viel seltener krank werde. Ich bekomme viel seltener Magen-Darm-Infekte, weil mein Mikrobiom einfach besser aufgestellt ist. Und ich merke halt auch durch das regelmäßige Fasten, dass ich deutlich weniger krank bin. Und auch wenn alle anderen um mich herum krank sind, werde ich eigentlich nicht krank. Und das hängt maßgeblich mit der Ketose zusammen. Wenn wir beim Thema Fasten bleiben, gab es nämlich auch eine spannende Studie, die eben herausgefunden hat, dass Fasten verschiedene Gesundheitsbenefits hat, aber eben vor allem auch die Immunreaktion des Körpers unterstützen kann. Wenn wir in die Autophagie kommen, die Autophagie, wie gesagt, dieses Zellreinigungsprogramm ist ganz, ganz wichtig und in dem Fall auch entscheidend, damit das Ganze funktioniert. Wann setzt jetzt die Autophagie ein beim Fasten? Das ist komplett unterschiedlich und das hängt auch maßgeblich davon ab, wie lange fastest du schon, wie trainiert bist du im Fasten oder bist du ganz, ganz neu dabei beim Fasten. Wenn du schon länger fastest, dann kann die Autophagie tatsächlich schon nach 15, 16, 17 Stunden bei dir einsetzen und volle Einsatz haben. Auch schon teilweise nach 14 Stunden oder 13 Stunden Fasten. Wenn du ganz neu dabei bist, dann würde ich dem Körper schon 18 bis 24 Stunden geben, um die Autophagie einzusetzen. Egal, ob du neu startest mit dem Fasten oder schon länger mit dabei bist, ab 24 Stunden hast du die volle Autophagie-Power, egal was ist. Das heißt, ab 24 Stunden startet deine Autophagie und ist im vollen Gange. Je länger du dann fastest, also ab so, sag ich mal, 36, 48, 72 Stunden, bist du dann wirklich tief in der Autophagie drin. Das heißt, 17 bis 72 Stunden Fasten, wenn wir einen Infekt haben, um die Autophagie zu aktivieren, kann in keinem Fall schaden. Und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Wenn du schon länger mit dabei bist, dann wirst du schon eher auch die Benefits des Fastens und der Autophagie spüren. Das heißt, da reicht dann vielleicht schon Intervallfasten von 15, 16 Stunden, um überhaupt in die Autophagie zu kommen und damit deinen Körper maßgeblich zu unterstützen. Aber Fasten ist eine der ältesten Heilmethoden auf der Welt. Das heißt, man hat früher durch Fasten ganz viele Krankheiten auch geheilt und Besserung festgestellt. Von daher, warum nicht die älteste Heilmethode der Welt auch heutzutage einsetzen, wenn wir ein Virus haben, sowas wie Covid-19 oder was auch immer. Da kann Fasten sehr, sehr gut unterstützen und das wurde in mehrfachen Studien auch schon festgestellt. Das Problem bei zum Beispiel Covid ist es nämlich, dass herausgefunden wurde, dass Covid die Autophagie stoppt. Das heißt, wenn wir Covid haben, dann findet keine autophagischen Prozesse mehr statt. Jetzt ist es umso wichtiger, dass wir uns aber bewusst in die Autophagie begeben, damit nämlich die Covid-Zellen sich nicht weiter verbreiten können. Das bedeutet, wenn wir aber dann lange fasten, wenn wir Covid haben,
Dann unterstützt das maßgeblich, dass Covid die Autophagie nicht so leicht stoppen kann, beziehungsweise dass sich diese Virenzellen nicht weiter verbreiten und nicht weiter vermehren und wir somit schon am Anfang das Ausmaß ein bisschen einmerzen können. Wir können natürlich auch schon präventiv fasten, präventiv schon was dafür tun, dass wir öfter in der Autophagie sind. Das kann mit einmal die Woche 24 Stunden Fasten auch schon echt super sein, wenn du das kannst. Ansonsten kannst du auch mit exogenen Ketonen unterstützen, um das Fasten etwas einfacher voranzutreiben und dass dir das Fasten leichter fällt. Und dann können wir auch schon präventiv für unser Immunsystem sehr, sehr, sehr viel tun. Jetzt kommen wir zum Thema Ernährung und da nur ganz, ganz kurz. Natürlich Zucker, ranzige Öle wie Pflanzenöle, Rapsöle und so weiter, verarbeitete Kohlenhydrate, das habe ich alles schon gesagt, das ist nicht unbedingt förderlich fürs Immunsystem. Es gab jetzt eine ganz, ganz neue Studie aus dem 21. September 2021, wo sich gezielt Covid angeschaut wurde. Diese Studie wurde an fast 600.000 Menschen durchgeführt von März 2020 bis Dezember 2020 und 31.000 Menschen von dieser Studie hatten tatsächlich Covid. Und an dieser Studie wurde festgestellt, dass man ein 50%iges geringeres Risiko hat, wenn man eine sehr pflanzenbasierte Ernährung zu sich nimmt. Das bedeutet viel Gemüse, pflanzliche Fette, jetzt nicht unbedingt Kohlenhydrate in Form von Getreide, aber eine hohe pflanzliche Ernährungsform wurde festgestellt, kann aber unterstützen, dass der Covid-Verlauf nicht so schlimm wird, dass wir ein 50%iges geringeres Risiko haben als andere Menschen, die sich nicht so pflanzenbasiert ernähren. Deswegen Gemüse, 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 Gemüse. Ich liebe Gemüse und ich predige immer Gemüse. Gemüse in Kombination mit hochwertigen pflanzlichen Fetten wie Avocado, Nüsse, Pflanzenöle wie eben Olivenöl, Avocadoöl, Schwarzkümmelöl, Traubenkernöl, Sesamöl, all diese Sachen. Ganz, ganz tolle Hilfsmittel, um da auch einfach das Immunsystem zu unterstützen. Wichtig ist es dann auch, dass wir das Gemüse möglichst unbehandelt und auch regional einkaufen, damit wir da auch die besten Nährstoffe drin haben. Das Ganze, ich will nicht sagen, dass Fleisch und auch die tierischen Produkte überhaupt nicht erlaubt sind, aber Fokus auf Gemüse und pflanzliche Fette ist das, was eben in dieser Studie festgestellt wurde. Es wurde sich so ein Pflanzenindex überlegt, das heißt, die Leute haben quasi ihr Essen dokumentiert über diesen Zeitraum von März bis Dezember und haben eben einfach dann auch festgestellt, je höher der Pflanzenanteil war in der Ernährung, desto geringer war das Risiko bzw. desto nicht so schwer waren die Verläufe von diesen 30.000 Menschen, die an Covid erkrankt sind. Das ist ganz, ganz spannend. Das bedeutet, wenn wir unser Immunsystem unterstützen wollen, Zucker weglassen, ranzige, entzündungsfördernde Lebensmittel weglassen. Dazu zählen eben Rapsöl, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, aber auch verarbeitete Lebensmittel, Weißmehl, Gluten, all diese Sachen. Dafür hochwertige pflanzliche Fette, tierische Fette aus Weidehaltung, viel Gemüse und hier und da Fasten. Und damit bist du eigentlich super aufgestellt, um dein Immunsystem komplett zu unterstützen und auch in der Erkrankungszeit gut und gesund durchs Jahr zu kommen. Das war es auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen was gebracht zum Verständnis, wie funktioniert das Immunsystem, wie funktioniert das in Kombination mit Viren. Und ich freue mich, dass du reingeschaut hast. Lass mir gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Schreib mir auch in die Kommentare, ob du Themenwünsche hast, zu denen ich ein Video machen soll. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder reinschaltest. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao.